Hey Leute, ich melde mich nochmal live aus meinem Zimmer. Diesmal beschäftigen wir uns mit einem kleinen Unboxing. Und zwar ein kleines Fanpaket, was ich so bekommen habe. Zu Weihnachten! Und zwar ist das von True Barload. Und da wir hier sehen, hat der nette Kerl uns aufgeschrieben, Auspackvideo Pilz. Ich weiß jetzt nicht, was Pilz heißt, aber ich denke, wir sollen das auspacken gemeinsam. Wir können auch gleich mal gucken, was hier alles so drauf steht. Hat mich übrigens wahnsinnig gefreut, fand ich verdammt geil, dass True Barload uns hier was geschickt hat. Uns, beziehungsweise mir, zu meinem Haus. Let's Play Oblivion, Käsegenuss und Wurzeln. Und hier ganz im Oblivion und Nerim-Stil. Wurzel, 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 Party! Ich glaube, da hat jemand Lust auf eine Wurzelparty. Hier ist wirklich jede Seite beschriftet. Wir gucken uns einfach mal alles an. Paket ohne Rückumschlag, okay? Gamescom 2013, Live-LP. Leute, die meine Livestreams verfolgen, werden wissen, was damit gemeint ist. Ich krieg, wenn ich dich sehe, ein Autogramm. Okay, natürlich. Jeder, der mich sieht, kriegt ein Autogramm. Mehr Orden des Drachen. Das werden wir auch im Livestream umsetzen wollen. So viel zu umsetzen. Skyrim. Den Drachenboxen. Auch was aus dem Livestream. Da haben wir mal einen Drachen gemeinsam geboxt. Hier haben wir nichts. Hier unten, das unten habe ich noch gar nicht gesehen. Epischer und einfach nur noch legendärer. Voll krasser Imperialer. Was? Boden of Doom. Ach so, weil das ist ja der Boden of Doom. Macht Sinn. AKA, hier ist unten. Dreh das Paket um und mach gefälligst ein Auspackvideo. Ach so, ja, sind wir schon dabei. Schwer bewaffnet mit einer Schere, so wie es sich gehört. Natürlich in blauem Plastik, wundervoll. So. Gut, dafür haben wir jetzt nicht unbedingt eine Schere gebraucht, aber... Oh Gott, da steht ja noch mehr drauf. Na, was werden wir denn hier alles so finden? Yay, ein Paket, was könnte das bloß drin sein? Was könnte da bloß drin sein? Zum Beispiel Vorsicht Glas und Awesome. Stone is awesome. Wupp, wupp. Wurzel, 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 Wurzel. Barload hat uns irgendwelche Monster drauf gemalt. Was ist da bloß los? Halb Eterna Livestream. Nerim for the win. Barload ist ein eindeutiger Nerim-Fan. Oder war das schon so? Das ist von der anderen Seite genauso. Ach, das hast du gar nicht gemalt. Es raschelt. No. Bin schon ganz neugierig. Ich liebe es, wenn ich sowas bekomme. Was haben wir da? Oh, ein kleines Dankeschön. Hier, ein paar Milchkapralinen. Ah, ein paar Chips. Genau die richtigen hier sogar noch. Cheese and Onion. So muss es sein. Was haben wir da noch so? Ein paar Snacks. Ah, hier, seht ihr die? Ja, ein bisschen crunchy. Wundert euch übrigens nicht, falls die Quali der Cam gerade nicht so gut ist. Ich muss das immer im Dunkeln drehen, weil es schon so spät abends ist. Aber das Wichtigste daran, kann man das lesen? Hier ins Licht halten. Das irgendwie, nein, ich lese es einfach vor. Mit feinwürzigem Käse. Turinos mit Käse, was haben wir dann noch? So. Oh, lecker, die sind voll geil. Ich liebe die Teile. Danke, Barload. Oh, lecker. Oh, und das voll geil, Mann. Hello Kitty. Yes. Himbeersahne-Bonbons von Hello Kitty. Danke, Barload. Davon müssen wir doch gleich eins essen. Das ist natürlich das Beste zuerst hier. Yeah. Yum, 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 yum. Was haben wir noch? Nein! Hello Kitty Zeug war vergiftet, aber keine Sorge, ich bin immun gegen Gift. Afrikola. Afrikola. Cola-Bonbons. Koffeitamine powered. Yeah. Kann man auch wieder nicht lesen. Egal, dafür lese ich euch alles vor. Oh, noch mehr von denen. Einmal die sauren, einmal die fruchtigen. Gott, ich liebe die Teile. Hey, die Hello Kitty Sachen schmecken überraschenderweise gar nicht mal so schlecht. Besser als erwartet. So, was haben wir da noch so? Braucht irgendwer Zeitung? Ich will hier natürlich nichts verpassen. Was haben wir da noch so?
Oh, was haben wir da? Ach, so rum. Moment. Kann man das irgendwie lesen? Oh Gott, ich glaube nicht. Hier, guckt euch das mal hier an in der Kiste. Da sind ganz viele von denen. Da steht überall Happy Birthday drauf. Super geil. Für die Leute von euch, die es nicht wissen, ich habe nämlich am 25. auch Geburtstag, nicht nur Weihnachten. Und diese Dame hier, Frau Bambi, stimmt mir zu. Bambi da, Frau Bambi. Sehr, sehr gut, aber ich habe da noch etwas gesehen. Das werden wir natürlich nicht übersehen. Hier haben wir nämlich auf der Rückseite ist hier noch ein Zettelchen. So. So viel Tesaband. Oh, sogar zwei. Games 9 Let's Plays mit extra Käse. Auch als Dip. Wundert euch übrigens nicht, falls ich die ganze Zeit hier so immer wieder rüber gucke, weil ich auf den Monitor gucke, ob auch tatsächlich die Kamera einigermaßen aufzeichnet, was gerade da drauf ist. Und da haben wir noch etwas. Oh, Text. Wollen wir es mal vorlesen? Ich halte es euch mal in die Kamera, dann lesen wir das gemeinsam. Hey Stone, hoffe mal, das Paket... Jetzt muss ich das tatsächlich so rumlesen. Moment kurz. Pflanzen wir uns anders hin. Hey Stone, hoffe mal, das Paket kam jetzt vor Weihnachten an. Wenn ja, wünsche ich dir ein schönes Fest und Happy Birthday. Ansonsten alles Gute nachträglich. Und so. Ich hoffe, du lässt es dir schmecken. Oh, das werde ich. Grüße, The Barload, aka True Barload, aka Pascal. Schöne Grüße an deine Freundin. Meine Freundin filmt das gerade übrigens auch. Also schöne Grüße an dich, mein Schatz. Und ja, danke Barload. Vielen, vielen Dank, freut mich wirklich sehr, finde ich voll geil. Vor allem auch daran gedacht, dass mir alles Mögliche hier mit Cheese zu holen. Finde ich echt toll. Falls irgendjemand von euch mir noch irgendwas schicken will, schreibt mich einfach in YouTube-PMs an, dann kriegt ihr meine Kontaktdaten, versteht ihr? Und finde ich wirklich verdammt geil. Also das zeigt echt mal wieder, dass ihr einfach die besten Fans seid. Das kann man gar nicht anders sagen. Ich freu mich wahnsinnig darüber. Ich werde das natürlich alles aufessen noch vor Weihnachten, also innerhalb eines Tages. Und ich bin einfach glücklich. Danke, Leute. Danke, danke. Und wir sehen uns beim nächsten Let's Play, würde ich sagen. Bis dahin, bis zum nächsten Video und ciao.